Ja, hi, weiteres Video zum Thema Welle-Nabe-Verbindungen. Konkret eine Passfehlerberechnung nach der Methode B. Ich habe da schon Videos eingestellt in meiner Playlist, auch zum Thema Passfehlerverbindungen. Zuletzt hatten wir dann ein Berechnungsbeispiel nach der Methode A durchgeführt. Ihr habt mir geschrieben, habt mich gebeten, auch ein Beispiel zur Methode B einzustellen und dem folge ich jetzt heute. Worum geht es bei der Methode B? Der grundsätzliche Unterschied zur Methode A ist, dass die Methode B sich auch für solche Einsatzfälle eignet, wo die Passfederverbindung ein wechselndes Drehmoment zu übertragen hat. Ja, ihr habt also nicht nur eine Drehrichtungsumkehr, sondern auch eine Drehmomentenumkehr. Das ist bei den Passfederverbindungen naja, nur bedingt geeignet. Man muss da auf einige Dinge aufpassen, weil durch diese ständige Drehrichtungsumkehr die Verbindung zwischen ja, der Passfeder und der Nut ausschlagen kann. Und da gibt es bestimmte Dinge zu berücksichtigen und die Methode B, die nimmt darauf Rücksicht. Ja. Also diese Berechnung nach Methode B ist für solche Fälle geeignet. Sie berücksichtigt außerdem die inhomogene Krafteinleitung über diesen Lastverteilungsfaktor K Lambda. Inhomogene Kraftverteilung hatte ich auch in meinem letzten Video euch gezeigt, was es da geht. Wenn nicht, schaut ihr da nochmal vorbei, wenn ihr es nicht mehr wisst. Ganz grob. Letztendlich habt ihr hier eine Welle. Hier im Prinzip wird das Drehmoment abgeleitet und da macht es halt einen Unterschied, ob ihr das Ritzel, ob der Kraftfluss im Prinzip hier so übertragen wird, also das Drehmoment im Prinzip relativ weit über die Passfeder hier eingeleitet werden kann in die Welle, beziehungsweise umgekehrt von der Welle in das Rad. Oder der andere Fall, dass ihr im Prinzip hier relativ bündig am Absatz im Prinzip die Krafteinleitung habt und der Kraftfluss dann so läuft und dann ist nur ein relativ kleiner Anteil der Passfeder hier ja, hauptsächlich tragend und das wird eben berücksichtigt mit diesem Kraft- und Lastverteilungsfaktor K Lambda. Ja, was auch berücksichtigt wird, sind die Phasen und Radien, die sowohl in der Nut vorhanden sind, aber auch in der Passfeder selbst, wenn ihr die tragende Nuthöhe berechnet. Ja. Also bei der Ermittlung der tragenden Nuthöhe werden die Phasen und die Radien berücksichtigt und damit kriegt ihr auch ein Stück weit ein genaueres Ergebnis. Ja, schauen wir uns im Folgenden die Gleichung an, mit dem ihr dann diese entsprechende Flächenpressung berechnen könnt. Ja, bei der Berechnung wird grundsätzlich unterschieden, ob ihr eine statische Beanspruchung habt, also ja, keine Lastschwankungen oder Drehmomentschwankungen als solche habt, oder eben eine dynamische Beanspruchung. Berechnet wird grundsätzlich identisch, ja, also die Formeln gleichen sich sehr. Eine hat man halt ein äquivalentes Torsionsmoment bzw. äquivalente Umfangskraft FT. Im anderen Fall habt ihr bei der statischen Beanspruchung einfach einen Maximalwert, den ihr anzusetzen habt. Ansonsten ganz kurz, T-Äquivalent, das ist das Nenndrehmoment, mal multipliziert mit dem Anwendungsfaktor KA. Mit dem Anwendungsfaktor KA habe ich in vielen meiner Videos schon ein paar Worte verloren. Letztendlich berücksichtigt der ja, die Stöße, die auftreten können, einerseits durch die Antriebsmaschine, ja, in Abhängigkeit der Antriebsmaschine, die ihr habt. Oder ist es ein Elektromotor, vielleicht sogar Frequenzumrichter angesteuert? Das sind relativ kleine Stöße nur zu erwarten. Oder ist das im anderen Extremfall vielleicht sogar ein Viertaktmotor, ja, bei dem halt entsprechende Stöße auftreten? Und umgekehrt ist es nicht nur die angetriebene Maschine, sondern auch die getriebene Maschine. Ja. Habt ihr da irgendwie einen Stetigförderer, bei dem keine großen ja, Stöße zu erwarten sind? Oder habt ihr im anderen Extremfall einen Steinbrecher, ja, wo dann so richtig zur Sache geht? Also, das wird letztendlich über den Anwendungsfaktor KA berücksichtigt. KA multipliziert mit eurem Nenndrehmoment gibt dann T-Äquivalent. K Lambda habe ich euch eben schon erzählt, das ist der Lastverteilungsfaktor. Hängt also ab davon, wie eure Nabe auf der Welle sitzt, wie dieser Kraftfluss ist. Ja. Da gibt es eben diese drei Fälle, die unterschieden werden können. Schaut nach in der Fachliteratur oder eben in dem anderen Video, was hier verlinkt ist. Und ist auch abhängig davon, ob ihr jetzt eine Passfeder habt oder zwei Passfeder auf der Welle verteilt habt. Ja, hatte ich schon erzählt, aufgrund Fertigungstoleranzen ja,
werdet ihr es nie hinbekommen, dass diese beiden Passfedern gleichmäßig tragen und das wird dann auch entsprechend berücksichtigt. Das KR, das ist der Reibschlussfaktor. Was macht der? Letztendlich, wenn ihr eine Spiel- oder Übergangspassung habt zwischen Welle und Narbe, dann wird dieser KR hier mit 1 angesetzt. Wenn ihr aber da eine Übermaßpassung schafft, also zusätzlich auch ein Reibschlussmoment erzeugt durch diese Übermaßpassung, dann kann dieses KR kleiner als 1 angesetzt werden. Da gibt es separate, vorgehensweise separate Berechnungen, die ihr dann ansetzen könnt. Und es ist immer dann interessant, wenn ihr jetzt bei diesen Drehrichtungsumkehr, wenn ihr da Anwendungsfälle habt, bei dem in die eine Richtung, also vorwärtsgerichtete Drehbewegung, ihr das große Drehmoment habt und bei einer rückwärtsgerichteten Bewegung ein kleineres Drehmoment habt. Wenn ihr es dann schafft, mit dieser Übermaßpassung das Reibschlussmoment größer zu gestalten als dieses rückwärtsdrehende Drehmoment, dann habt ihr nicht ständig da diese ausschlagende Bewegung auf der Passfeder, dann wird das rückwärtsdrehende Moment letztendlich über das Reibschlussmoment übertragen. Ja, da bewegt sich nichts zwischen Welle und Narbe. Und dann, wenn wieder das vorwärtsdrehende Moment kommt, dann liegt die Passfeder schon entsprechend an der Nut an. Es kommt nicht zum Ausschlagen. Also dieser Faktor KR, der kann sehr interessant sein, dann, wenn ihr Übermaßpassungen zwischen Welle und Narbe habt. Ja, D ist klar, ist der Durchmesser, den ihr habt. HTR, das ist die tragende Höhe. LTR, das ist die tragende Länge der Passfeder. N ist die Anzahl der Passfedern, die ihr habt, 1 oder 2. Und Phi, das ist entsprechend der Faktor, den ihr berücksichtigen müsst. Wenn ihr 2 Passfedern habt, dann ist dieses Phi hier kleiner 1. Wenn ihr eine Passfeder habt, dann ist es 1. Könnt ihr alles genau in der Fachliteratur auch nochmal nachlesen. Ich mache gleich im Anschluss jetzt dann auch hier ein Berechnungsbeispiel, da gehe ich auf diese Dinge nochmal ein. Schauen wir uns aber dieses HTR nochmal an. Dieses HTR ist ja die tragende Nuthöhe, die ihr habt. Und wenn ihr euch das nochmal hier bildlich vor Augen führt, dann habt ihr ja hier diese Nut einerseits in der Welle und da setzt ihr entsprechend die Passfeder rein. Ich mache jetzt mal gezielt hier mit relativ viel Spiel, also so dargestellt, dass hier ist dann die Narbe. Und wenn ihr diese Situation hier jetzt nochmal vergrößert euch anschaut, also hier haben wir wieder die Passfeder. Und hier haben wir die Welle, dann ist es so, dass hier sowohl die Nut an der Welle hier eine kleine Phase hat, ja, also nicht scharfkantig an die Passfeder rangeht. Und hier unten haben wir auch einen kleinen Radius, ist auch okay so, weil die Passfeder selbst hat hier eine kleine Phase. Hier wieder entsprechenden Radius, hoch, kleine Phase und so weiter. Und eben diese Phasen und auch diese Radien, die ihr da in der Nut habt, die werden bei der Berechnung der tragenden Höhe HTR werden die berücksichtigt. Und Näherungsgleichung HTR sagt dann, das ist etwa (0,47)/H − R − S. R ist dabei der Radius und S, das sind letztendlich die Phasen, die ihr hier habt. Und so könnt ihr das Haar tragend einerseits in der Nut der Welle berechnen und andererseits auch das Haar tragend in der Nut der Narbe entsprechend berechnen. Diese Näherungsgleichung hier, die solltet ihr anwenden, um die tragende Höhe zu berücksichtigen, damit ihr eben diese Phasen und diese Radien entsprechend berücksichtigt habt in der Berechnung. Das andere ist die tragende Länge einer Passfeder. Grundsätzlich ist es ja so, dass bei den Passfedern oft diese Form A zum Einsatz kommt. Die sieht ja von oben so aus, ja, und grundsätzlich ist es natürlich so, dass die maximale tragende Länge einer Passfeder, ja, das ist das Maß hier, in dem dann die Radien im Prinzip beginnen, also nur ja, diese Kante hier, die kann überhaupt tragend sein. Wenn ihr jetzt hier eine Anordnung habt, eine Welle, hier ist im Prinzip die Passfeder eingebracht, sorry, ist jetzt nicht so schön. Und die Narbe hier, die sitzt im Prinzip dann nur hier so entsprechend auf der Welle drauf. Also die Passfeder schaut auf beiden Seiten hier über die Narbe drüber hinaus. Dann ist es so, dass man auf beiden Seiten, also sofern hier nicht schon der Radius beginnt, dieser Passfeder, ich deute ihn hier mal mit so gestrichelt an, hier beginnt erst der Radius.
dann dürft ihr hier als tragende Länge in der Wellennut, da nur in der Wellennut, nicht in der Narbe, in der Wellennut, die darf dann im Prinzip als Narbenbreite, das wäre das große B, ja, B plus bis zu zweimal B, also das wäre die Breite der Passfeder, angesetzt werden, weil diese, ja, diese Breite hier ja zusätzlich auch noch mitträgt. Aber nur maximal 2B, es bringt also nichts, wenn ihr die Passfeder hier unendlich lang macht. Das verbessert die Situation in der Berechnung nicht, weil ja irgendwann hier der Kraftfluss im Prinzip ja direkt auf die Welle übergeht und die ganz weit ausliegenden Teile der Passfeder dann hier nicht mehr wirklich mittragen. Also das könnt ihr merken, L tragend, tragende Länge, aber wie gesagt in der Welle, ja, das ist wichtig. Das kann B plus 2B angesetzt werden, wenn die Passfeder entsprechend über die Narbenbreite hinausgezogen wird. Wenn ihr dann diese vorhandenen Flächenpressungen berechnet habt, also bei statischer Beanspruchung bzw. bei dynamischer Beanspruchung, dann vergleicht ihr diese Werte wie immer, ja, mit einem zulässigen Wert. Und bei der statischen Beanspruchung, da ist es, muss es kleiner sein als FL mal P zulässig. Und bei der dynamischen, da haben wir FW mal P zulässig. Was hat es jetzt damit auf sich? Das FL, das ist der Lastspitzenhäufigkeitsfaktor. Ja? Also wie häufig treten da Lastspitzen auf? Letztendlich kann man für duktile Werkstoffe Werte von 1,0 bis 1,5 ansetzen, in Abhängigkeit der Anzahl der Lastspitzen. Und bei spröden Werkstoffen 1 bis 1,3. Bei dem Lastrichtungswechselfaktor, da tritt ja bei dynamischer Beanspruchung auf. Ja. Ja, und wenn ihr sehr viele Lastspitzen habt, dann wird eben dieser Wert hier zu 1,0. Wenn ihr eher weniger habt, also im Bereich von 10 hoch 3 oder 10 hoch 4, dann kommt ihr in Richtung 1,5. Bei duktilen Werkstoffen, bei spröden Werkstoffen entsprechend geringer. Der Lastrichtungswechselfaktor, den setzt ihr dann an, wenn ihr eben diese wechselseitige Belastung auf der Passfeder habt, also kein Reibflussmoment vorhanden ist, das das verhindern könnte. Und der liegt dann eben zwischen 0,2 und 1,0. 1,0 setzt ihr an, wenn ihr überhaupt eine Spiel- oder Übergangspassung habt. Ihr könnt hier kleiner 1 kommen, wie vorher schon erwähnt, wenn ihr ein entsprechendes Reibflussmoment habt, was größer ist als dieses rückwärts drehende Moment. P zulässig, zulässige Flächenpressung, klar, abhängig von dem Werkstoff, den ihr habt. Ergibt es sich aus FS mal FH mal RE, ja, für duktile Werkstoffe bzw. für spröde Werkstoffe nehmt ihr FS mal RM. Ja, das FS ist der Stützfaktor, hier habe ich mal so typische Werte eingetragen und FH, das ist der erhärte Einflussfaktor, dann setzt du üblicherweise mit 1,0 an, bzw. wenn ihr einen gehärteten Einsatzstall habt, dann könnt ihr hier auch 1,5 ansetzen. Könnt ihr in der Fachliteratur entsprechend nachlesen, was es da konkret geht und ihr könnt sie natürlich auch entsprechend aus Diagrammen oder Tabellen herauslesen für eure Berechnung. Ich denke, wir machen jetzt mal hier ein konkretes Berechnungsbeispiel, dann wird die Geschichte, denke ich, klarer. So, weiter geht's mit dem Berechnungsbeispiel. Was haben wir denn da? Wir haben einen Wellendurchmesser von 100 mm, ein Wenddrehmoment von 1250 Newtonmeter und einen Anwendungsfaktor von 1,25 gegeben. Wir haben eine Passfeder und die Narbenbreite beträgt 60 mm. Die gewählte Passfeder ist eine A28 x 16 mit einer Länge von 100 mm. Wir dürfen also davon ausgehen, dass die gesamte Narbenbreite hier trägt. Ja, die Zugfestigkeit der Narbe, RM, ist mit 160 Newton pro Millimeter Quadrat gegeben. Also hier ist dieser technologische Größeneinflussfaktor KT bereits berücksichtigt in diesem Wert. Ja. Also muss nicht mehr abgezogen werden. Lastverteilung sollen wir in diesem Fall B annehmen, ja, also dieser mittlere Fall, das Zahnrad, die Narbe, liegt ziemlich genau über der Mitte der Passfeder, der Kraftfluss teilt sich einigermaßen zentrisch auf oder wird zumindest zentrisch in der Passfeder eingeleitet. Wir haben dynamische Beanspruchung, sollen mehr als 10 oder größer gleich 10 hoch 7 Lastrichtungswechsel erreicht werden und wir haben eine Spielpassung vorhanden, wir dürfen also keinen Reibflussmoment berücksichtigen bei der Berechnung. Wir schauen uns nur die Narbe an. Die Narbe ist hier der weichere Werkstoff in diesem Berechnungsbeispiel. Natürlich könnt ihr das auch genauso für die Welle dann durchexerzieren. Nun, die allgemeine Gleichung haben wir ja schon kennengelernt. P äquivalent, also die vorhandene äquivalente Flächenpressung, die sich ergibt, ist zweimal T äquivalent mal K lambda
mal Kr, Durchmesser, tragende Höhe, tragende Länge, Anzahl der Passfedern und dieser Korrekturfaktor Phi, der halt ja, bei einer Größenanzahl als 1 entsprechend kleiner 1 wird, damit das ungleichmäßige Tragen von 2 Passfedern entsprechend berücksichtigt wird. Nun, wir haben eine Passfeder, insofern ist da nichts Besonderes zu berücksichtigen. Schauen wir uns erstmal das K-Lambda an. Dazu müsst ihr in die Fachliteratur reingehen. Hier ist ein Diagramm. Da habt ihr einerseits in Abhängigkeit des Quotienten von der tragenden Länge und dem Durchmesser. Andererseits in Abhängigkeit der Form, ja, was für einen Fall haben wir da vorhanden, in unserem Fall Fall B. Und als letztes habt ihr ein oder zwei Passfedern. Dementsprechend diese drei Größen berücksichtigt, dieses Diagramm müsst ihr hier entsprechend das K-Lambda entsprechend bestimmen. Und in unserem Fall ergibt sich dann ein K-Lambda von ca. 1,1. Müsst ihr, wie gesagt, in der Fachliteratur nachschauen, wenn ihr das im konkreten Fall habt, könnt ihr das anschauen. Das Kr, das bleibt bei 1,0, da wir eben kein Reibungsmoment haben, was die Situation dann ein Stück weit entspannen würde. Durchmesser ist gegeben, tragende Höhe, das wäre jetzt das nächste, was wir uns anschauen müssten. Und da bleibt euch auch nichts anderes übrig, als für diese Passfeder in die Tabellenwerke reinzugehen und zu schauen, was habt ihr da erstens nominell von der tragenden Höhe in der Narbennut, ja, und dann entsprechend die Phasen und die Radien abzuziehen. Und da kommt ihr dann auf einen Wert von 4,8 mm. Also in unserem Fall wäre die tragende Höhe in der Narbennut 4,8 mm. Tragende Länge, LTR, das können wir uns anschauen. Die Passfeder selbst ist ja 100 mm lang, da die Narbenbreite aber selbst nur 60 mm hat und wir die Narbe ja nachweisen, nehmen wir also diese tragende Länge von 60 mm hier an. So, und dann können wir auch schon einsetzen. Wir setzen ein, zweimal T-Äquivalent setze ich ein, 1250 mal 10 hoch 3, ist die Umrechnung in Newton-Millimeter, mal dem Anwendungsfaktor Ka, den dürfen wir nicht vergessen, um auf T-Äquivalent zu kommen, also mal 1,25 mal 1,1 mal 1 geteilt, Durchmesser 100, tragende Höhe sind 4,8, tragende Länge sind 60. Und diese beiden Faktoren hier sind wieder entsprechend 1. Damit haben wir ein P-Äquivalent von 95,5 Newton pro Millimeter Quadrat. So, schauen wir uns jetzt als nächstes an. Das wiederum muss ja kleiner gleich sein als unser FW mal P zulässig. Ja, das ist wichtig, das müssen wir nachweisen, dass wir unterhalb dieses Grenzwertes bleiben. Unser FW hat hier einen relativ kleinen Wert. Warum? Wir müssen die zulässige Flächenpressung reduzieren, um diesen Faktor FW, weil wir ja relativ viele Lastrichtungswechsel haben und das natürlich eine Belastung ist für die Passfeder bzw. für die Nuten, die fangen an auszuschlagen, wenn wir eine zu große Flächenpressung zulassen. Das heißt, ihr schaut in das Diagramm rein, schaut, wie viel Lastrichtungswechsel denn eure Passfederverbindung zu ertragen hat und nehmt dementsprechend dann diesen Wert FW raus. In unserem Fall wären das ca. 0,39. Schauen wir uns im nächsten Schritt unser P zulässig an. Unser P zulässig ergibt sich aus unserem Stützfaktor Fs mal unserem RM, unseres Werkstoffs. Fs, das wie gesagt ist der Stützfaktor. Und da kann bei Gusseisen kann der mit 1,5 angesetzt werden. Wenn ihr ein Gusseisen habt mit Lamellengrafit, dann kann man den auch mal bis auf 2,0 ansetzen. Müsst ihr schauen, was ihr in welchem Fall für einen Werkstoff habt. Also Fs in unserem Fall 1,5. RM war gegeben in der Aufgabenstellung mit 160. Wir erhalten hier also eine zulässige Flächenpressung, P zulässig von 240 Newton pro Millimeter Quadrat. Multiplizieren wir das, also die 0,39 mal die 240,
ergibt dann einen Wert von 93,6 Newton pro Millimeter Quadrat. Also, ihr seht schon, wir sind hier an der Grenze unterwegs. Wir haben mit unserer vorhandenen Flächenpressung P-Äquivalent die zulässige Werte leicht überschritten. Müsste man sich jetzt Gedanken machen, geht man vielleicht doch auf eine Presspassung und überträgt damit noch ein Stück weit einen Reibmoment. Oder aber man gestaltet die Breite doch ein kleines Stückchen breiter, um hier auf vernünftige Werte zu kommen. Ja, wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt mir gerne. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video vorbeischaut. Bis die Tage.